Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Wir spielen weiter im Booster Streckenpass. Die letzte Welle, die fünfte Welle. Nicht die letzte Welle, die vorletzte Welle. Die fünfte Welle ist vor kurzem erschienen. Ich hatte noch keine Zeit, sie zu spielen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Im Grand Prix. Im 150er natürlich. Und wir haben auch drei neue Charaktere. Mutant Tyrannia, Wiggler und Kamek. Und naja, gut, ich habe jetzt nur die Möglichkeit, zwei auszuprobieren, denn habe ja jetzt gerade nur zwei neue Cups. Deswegen nehmen wir einmal Mutant Tyrannia. Und zwar, was passt denn gut zu Mutant Tyrannia? So von den Cards, die wir haben. Heiratbolide? Ich weiß nicht. Der Käfer passt doch irgendwie dazu. Mit den normalen kleinen Rädern, please. Oh, nehmen wir die Standardräder. Und die Sonnenblume. Okay. Der neue Cup ist der Federcup mit Athen auf Abwägen, Daisys Dampfer, die Mondblickstraße und der Bartparcours. Die beiden alten Strecken, Daisys Dampfer und Mondblickstraße, gefallen mir sehr. Athen auf Abwägen bin ich sehr gespannt drauf. Kenne ich noch gar nicht. Das habe ich auch in Mario Kart Tour nie gespielt. Und der Bartparcours ist eine neue Strecke, die im Trailer sehr interessant aussah. Wir legen sofort los. Oh, wow. Ja, ja, okay. Hier die Akropolis wahrscheinlich, ne? Dann noch so ein bisschen Innenstadt. Ja, die meisten Stadtstrecken waren ja schon sehr großstädtisch, aber das hier sieht natürlich ganz, ganz anders aus, weil wir hier in den, im antiken Stadtkern von Athen sind. Sehr nice. Okay. Von der Map her sehe ich auch schon, dass es relativ komplex von der Streckenführung ist, also wird sich sehr viel ändern pro Runde. Oh, shit. Oh, mein Gott. Okay. Gefällt mir soweit sehr gut. Oh, hier sind wir im Theater. Ja, sehr nice. Alles klar, buhu. Mutant Tyrannia ist ein wiederkehrender Charakter. Konnte man schon spielen in Mario Kart Double Dash. Und vielleicht auch in anderen Mario Kart. Aber in Double Dash weiß ich noch ganz genau, da musste man sie nämlich freischalten. Und sie gehörte zu Boohoo. Die haben ein Paar gebildet. Es gab ja in Double Dash immer Paare. Man musste nicht immer die Paare wählen. Man konnte auch einfach zwei Charaktere wählen, die nicht zusammengehören. Aber die beiden gehörten quasi zusammen. Und hatten aber anders als alle anderen Paare kein eigenes Spezial-Item. Also Mario und Luigi hatten zum Beispiel Feuerbälle. Peach und Daisy hatten diese Herzen, die Items aufsaugen. Die beiden konnten aber einfach jedes Item kriegen. Und das war ganz nice. Man hat aber nie das bekommen, was man wirklich wollte. Also, ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich so vorteilhaft war. Aber ja, wiederkehrender Charakter finde ich sehr nice. Und, ja, die Strecke finde ich auch nice. Die zweite Runde hat mir jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen. Aber die erste fand ich sehr gut. Und die jetzt, geht's in die Stadt? Okay. Ja, dann sehen wir auch ein paar moderne Häuser. Aber die ganze Strecke hier geht durch, ja, durch das Viertel mit den Ruinen des antiken Griechenlands. Oh, shit. Ich meine, wir führen gut. Wir werden das hier schon irgendwie noch schaukeln. Und noch ein Stachy sehe ich gerade. Ist aber nicht mehr so weit. Okay. Der Stachy kam zu spät. Wir haben es geschafft und haben die erste Strecke Athen auf Abwägen gemeistert. Nice. Okay, weiter geht's jetzt auf Daisys Dampfer, oder? Ja, Daisys Dampfer, sehr nice. Eine Strecke auch von Mario Kart Double Dash, worüber wir gerade schon geredet haben. Und eine sehr, sehr schöne Strecke. Hat mir damals schon sehr gut gefallen. Gab es dann auch auf dem 3DS, da konnte man auch durch das Wasser im Pool fahren. Und ich denke mal, das wird hier auch so sein. Schauen wir einfach mal. Am Anfang haben wir gleich schon die Wahl, wo wir her wollen. Ich nehme jetzt erstmal den rechten Weg. Und hier ist das Wasser, das ich meinte. Im Pool, und da kann man tatsächlich durch. Also wäre ja auch komisch, wenn nicht in Mario Kart 8. Dann kommt man hier unten jetzt gleich in den Speisesaal. Und hier bewegt sich alles, weil die Sachen sind nicht festgemacht. Und wir haben hier so ein bisschen Wellengang. Hier, genau, hier kann man auch unten rein. Hier ist auch Wasser, wie in Mario Kart 7 für den 3DS. In Double Dash war hier unten einfach so ein Maschinenraum oder so.
Und dann war es jetzt aber auch schon. Die Strecke ist relativ kurz, aber ich finde sie sehr schön. Ich mag diese Schiffsatmosphäre. Man sieht die Strecke auch in einem anderen, auf einer anderen Strecke von Double Dash. Nämlich bei Peach Beach, also Peach Strand. Da sieht man die im Hintergrund, da sieht man einfach Daisys Dampfer. Das finde ich ganz nice. Aber ja. So spielerisch ist es jetzt nicht die krasseste Strecke. Für mich ist es halt einfach eine nostalgische Strecke. Jetzt fahren wir mal oben lang. Ich weiß gar nicht, welcher Weg schneller ist, aber ich glaube, oben ist ein bisschen schneller. Man kommt dann hier aus diesem Rohr raus, wenn man unten ist, aber... Ja, jetzt habe ich meine Münze einfach weggetan. Das ist natürlich nicht so schlau. Na, es kommt eh ein Stachy. Und nicht ins Wasser fallen macht auch eigentlich, also warum sollte man das machen? Das bringt ja gar nichts. So. Ah, jetzt wollen sie aber wirklich wissen. Und noch 4 Münzen, das ist ja dreckig. Und ich kriege hier nichts. Ludwig ist direkt hinter uns. Okay, ich kann zumindest abwehren. Schnell ins Ziel. Und damit wäre das geschafft. Okay. Ja, dann jetzt die Mondblickstraße. Und es sind sogar die Bomb-Omb-Autos zurück. Das ist sehr cool. Die war nämlich so ein Highlight in dieser Strecke. Einfach Autos, wenn man gegen die fährt, dann explodiert man. Und die gab es halt in anderen Straßenstrecken nicht, die es jetzt in Mario Kart 8 Deluxe gibt. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob die hier zurückkommen. Aber ich habe sie schon gesehen und ja, freue mich sehr darauf, dass die jetzt einfach wieder da sind. Hier kann man hoch, interessant. Da kann man auch hoch. Oh ne, jetzt aber nicht mehr. Oh, und da wäre ich fast schon in eins reingefahren. Ich kann nicht reden, was ist denn los? In eins reingefahren. Naja. So, ich bin auch gerade jetzt aufgestanden, also. So. Ah, das ist eine schöne Strecke. Aber es sind auch neuere Autos dabei, wie zum Beispiel hier die mit den Boards, wo man hochfahren kann. Aber gerade läuft es nicht so. Schade, schade. Ja, die Strecke fühlt sich leider sehr an wie die andere Autobahnstrecke, die es in Mario Kart 8 gibt. Ja, hier kommt man hoch. Für ein Doppel-Item. Es fühlt sich leider wirklich an vielen Stellen so an wie die andere Strecke. Aber ist egal, ist egal. Abwechslung ist immer gut. Huch, ich habe eine Banane. Ich dachte, ich kann einfach nur das Item wegdrücken. Oder durchdrücken. Ich gebe immer die Münzen aus, bevor ich ein neues Item hole. Das ist so dumm. Man sollte das eigentlich nicht so machen. So, ich war halt wirklich schlecht gerade, ne? Aber es geht irgendwie. Ich will gerne wissen, wie es sich anfühlt, in so eine Bombe zu fahren. Aber das wird mir online noch genug passieren, denke ich. Deswegen müssen wir es jetzt nicht herausfordern. Hier die Mautstelle mit den Shy Guys. Und da! Mushroom Moon! Ein Musical mit Peach und Mario. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier so diese Broadway-Inspiration. Wow. Wäre ich jetzt noch Zweiter geworden, das wäre natürlich sehr bitter gewesen, weil ich war ja wirklich 1 Zentimeter vor der Ziellinie. Aber wir haben es geschafft. Und damit ist die Mondblickstraße hinter uns. Und jetzt kommt der Badparcours und das sieht schon sehr interessant aus. Wir fahren durch ein Badezimmer. Erinnert mich sehr an Toy Story. Aber weil wir so klein sind und durch die reale Welt, vor allem durch so einen Wohnort wie ein ein Badezimmer halt fahren. Ja, schauen wir mal. Erstmal hier durchs Waschbecken. So, Hände gewaschen und der Rest auch. Und dann hier weiter. Ah, ist das cool. Jetzt in die Badewanne. Oh, und in den Abfluss. Ihh.
Ich meine, das ist nur der Badewannenabfluss. Ach, hier ist ein Ring. Und man kennt's ja. Und wieder raus. Okay. Hier überall Schaum. Ah, ist das cool. Das ist wirklich eine schöne Strecke. Und übers Klo. Alles klar. Nur nicht reinfallen. Dann hier unter diesem Tisch durch. Über Handtücher. Und dann ist hier das Ziel. Oh, und das Wasser ist jetzt höher, ne? Ah, ne, doch nicht. Ne, ich hab geirrt. So. Hier sind auch Badebomben drin, ne? Also, auch sehr nice. Kann man auch Stunts drauf ausführen. Und dann wieder runter. Okay, man fährt also immer runter. Hier ändert sich anscheinend die Streckenführung nicht. Autsch. Hier ist auch irgendwie ein Ventilator, der mich wegpusten möchte. Und das Klo, ja, hat heute Geysir-Modus. Oh, wir können hier oben her. Nice. Ach, was hier alles rumliegt, ne? Richtig schön. Oh, jetzt kommen wir auch über dem Wasser an. Das hab ich nicht, da habe ich schon gesehen, dass da nämlich Münzen sind. Ich habe mich schon gefragt, wie man da drauf kommt, aber man fliegt einfach. Okay. So. Ja, ich hätte noch hier auf die Schwämme fahren können. Habe ich jetzt nicht getan, ist egal. Ich sehe da gerade gar nichts. Ah! Also die Badezimmerstrecke gefällt mir wirklich richtig gut. Oh, da war sogar so ein Delfin aus Super Mario World. Ah, wie cool. Oh, shit. Ich habe die Bombe aus nach vorne geworfen. Weil ich mich zu sehr gefreut habe. Okay, so, jetzt ab ins Ziel. Sehr nice, sehr nice. Mir gefallen alle Strecken relativ gut. Mondblickstraße jetzt nicht so sehr. Ich mochte die Strecke halt damals auch nicht so sehr. Ich finde es halt cool, dass die wieder da ist mit den Bomb-Bomb-Autos. Aber ist jetzt nicht so die Strecke, die ich am geilsten finde. Aber ist immer noch gut und deswegen ein sehr, sehr cooler Cup, der Federcup. Holen wir uns unseren Pokal ab. Der Federcup. Gemeistert von Mutant Tyrannia. Und da ist unser generischer Pokal mit der Feder drauf. So, 60 Punkte, 3 Sterne. Perfekt gelaufen. Den nächsten Cup in der fünften Welle spielen wir sofort gleich. Also, Leute, bis dahin nur das Beste. Die Parts kommen eigentlich direkt hintereinander, also ihr müsst nicht lange warten und ihr kennt die Strecken wahrscheinlich eh schon, denn es ist jetzt schon einige Tage raus. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf den nächsten Cup. Bis dahin nur das Beste. Macht's gut.